Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 9. Und ja, ich spoilere schon mal an, es wird höchstwahrscheinlich die vorletzte oder letzte Folge sein. Wahrscheinlich eher die letzte Folge. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch großartig viel zu sehen bekommen vorm Endboss. Ja. Genau, wir müssen da jetzt wieder durchlaufen. Wir haben das ja in der letzten Folge schon alles besiegt und bin ich nur zurückgelaufen, weil ich unbedingt einen Speicherknubbel wollte. Witzigerweise gibt es hier echt jetzt auch keine Gegner mehr, wie es aussieht. Was ich grundsätzlich befürworte, klarerweise, ja. Oder gibt es Gegner? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir da mal hoch. Ich hatte nämlich echt Angst, ja, letztens, dass da der Endboss gleich kommt und deshalb, ja, bin ich da zurückgelaufen, um zu speichern. So, hoch, sehr schön. Und rein da waren wir auch schon. Ein seltsamer Raum. Ja, gehen wir da durch. Ganz seltsam. Ja, hui, ich drehe mich seltsam im Kreis und komme irgendwo runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich das richtig steuere. So, gut, und da sind wir jetzt zu Hause. Wahrscheinlich ist... Ach, da vorne ist ein Speicherknubbel, oder? Nee, ist keiner. Ist da ein Speicherknubbel? Nö, gut, also es war die richtige Entscheidung, weil da hätten wir 10 Millionen Kämpfe haben können, wie diesen da zum Beispiel. So, dann schauen wir mal, was da auf uns zukommt an Kampf. Ja, der Kampf kommt. Und guck mal hier, so schön. Was ist denn das? Das sieht sehr eisig aus. Ich glaube, ich werde da eher mit Feuer arbeiten, ne? Oder? Aquadon. Ach, das ist der nochmal. Ich sehe schon. Komm, dann machen wir Blitz. Also das ist der, den ich gerade besiegt habe, eben nochmal. Oh, Lilly hat... Das ist ja spannend. Lilly ist in Trance. Gut, dann machen wir Bahamut, wenn die in Trance ist. Ist okay. So, dann klauen wir diese Macht. Und hier, Blitzgar. Ach, das ist aber nur der eine. Okay, weil im vorigen Kampf, ja, hatte der auch so Köpfe. Also die linke und rechte Tentakel war da unterschiedlich. Naja, egal. Alles gut, passt so auch. So, weiter geht's. Nicht Gegenangriff. Nein, Neurose macht das nicht. Böse. Ha, daneben. So gehört sich das. So, Blödsinn, da. Hier machen wir einmal Mega-Flare. So, mit Trance müsste dieser Angriff eigentlich doch 9999 abziehen, oder? Komm, zeig mir, was du kannst. Wir haben Trance und Anfeuern drin bei Lili. Sie müsste schon stark sein. Ne? Bahamut. So, und zack. Okay, nicht ganz 9999, aber zumindest, Alter, weniger abgezogen wie Steiners Angriff. Eieieiei. Okay, komm, dann machen wir jetzt wieder heilige Magie. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Das war wieder mal daneben. Die Gegner, das war nicht so klug. Ist dir klar, oder? Ja, das ist wohl klar. Ich mach einmal Blitzkopf. Siebentausend Schaden, wunderbar. War's das? Ja, das war's. Ja, okay. Lillys Trance hat sich mal wieder nicht so ganz ausgezahlt, aber naja. Immer Reflekt. Sehr schön. Lilly hat immer Reflekt gelernt. Dann können wir da gucken, ob die jetzt was anderes noch hat hier. Ich glaube nämlich schon, dass da sogar wirklich noch was anderes gibt. Ja, zum Beispiel nehme ich immer Levitas. Gut. Die Kristallwelt. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich... Ach, was? Weil es ist voll schwierig zu steuern hier, die Kristallwelt. Oh, ein Speicherknubbel. Ja, komm, da zelten wir. Was heißt da teleportieren? Kann ich mich da raus teleportieren? Ah, das ist ja praktisch. Da könnte ich mich jetzt wahrscheinlich raus teleportieren. So, einmal zelten sollte reichen. Und da ist blau und rot, ja. Doppler-Effekt nennt man das. Blauverschiebung, Rotverschiebung. Hat sicher damit zu tun. Ah, das Spiel will mir Physik beibringen. Wie cool ist das denn? So, zack. Also, zack, genau, sehr schön. Und weiter geht's. Ja. Kuya. Das seid ihr ja. Ihr konntet also die vier Chaose, die ich aus dem Kristall schuf, besiegen. Aber ihr kommt leider zu spät.
Schaut euch um, seht, in welch einer Dimension ihr euch befindet und seht diesen wunderschönen Kristall vor euch. Es ist der Anfang, der Ursprung, das erste Kristall überhaupt. Hier ist die Geburtsstätte von allem. Hier hat alles begonnen. Wenn dieses Kristall zerstört wird, löst sich alles in nichts auf. Gaia, Terra, das Universum. Und auch ihr mitsamt euren Erinnerungen. Alles wird einfach verschwinden. Halt die Klappe. Du glaubst wohl, du kannst machen, was du willst und dann noch alle mit reinziehen? Dir werden wir nie verzeihen. Du bist derjenige, der hier und jetzt von uns vernichtet wird. Und danach, jetzt wo Garland nicht mehr ist, werdet ihr das Schicksal beider Planeten nicht mehr aufhalten können. Der Baum Ilfars wird völlig außer Kontrolle geraten und die Verschmelzung Terras mit Gaia verheerende Folgen mit sich bringen. Natürlich werden davon alle Bewohner Gaias betroffen sein, auch eure Familie und Freunde. Was ist euch also lieber? Deine Vernichtung, Kuya. Solange noch ein Planet existiert, besteht noch Hoffnung auf einen Neuanfang. Nur weil du Probleme mit deinem Ego hast, gibt es noch lange keinen Grund, unschuldige Menschen mit reinzuziehen. Welchen Sinn und Wert hat es denn, eine Welt existieren zu lassen, in der man selbst nicht mehr ist? Aber wenn ihr so sehr euren Tod herbeisehnt, dann lasst mich euch einen geeigneten Spielgefährten vorstellen. Okay. Ein geeigneter Spielgefährte? Klingt ja spannend. No, ich sehe keinen. Ah doch, da kommt. Oh, was ist denn das Süßes? Das sieht aus wie. Ja, weiß ich nicht. Es schreit, okay. Thanatos, ja komm, ich glaube mal, dass da Eisgar ganz gut sein wird. Oh, guck mal, der macht Meteor. Was für eine Freude. Ist das gut? Ist wahrscheinlich gut, oder? Was? Oh, Schande. Schande über mein Haupt. Okay, gut, das war gut. Ja, dann machen wir doch eher den da mal. So, Lilly, komm, wir brauchen dich. Leute? Hallo? Was? Warum? Wie? Ja, okay. Oh, guck mal, Steiner ist in Trance. Was für eine Freude. Leider hat er aber keine Zeit, Trance zu verwenden. Genau, mach einmal Kontersteine. Oh, 9900 Schaden, was für eine Freude. So. Eine Phönixfeder. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie rankommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind da. Oh, jetzt ist Steiner tot. Das ist ja sehr schade. Komm, machen wir mal Lilly mal volle Power. Egra. Oder ist das so ein Kampf, den wir sowieso nur verlieren können? Kann natürlich auch sein. Weiß ich gar nicht. Das Problem ist, dass dieser Peitschenhieb halt wirklich auf alle geht, ja? Da kommen wir lieber mal Sidan. Ich weiß nicht, wie ich den ausweichen soll. Ich meine, der Kampf, ihr habt gesehen, wie der angefangen hat. Was hätte ich da machen sollen? Abschirmen. Ja, abschirmen ist okay. Glaube ich zumindest. So, einmal Steiner. Wiederbeleben. Einmal hier Vigra auf alle. Jetzt sind wir zumindest mal wieder halbwegs gut bei der Sache. Nein, Level 5. Ja, Level 5 Tod ist okay. Ich glaube, ich habe keinen, dessen Level durch 5 teilbar ist, oder? Habe ich einen, der durch 5 teilbar ist? Vorher war das zumindest nicht so vielleicht. Jetzt habe ich gleich nicht. Ah, Steiners. Steiners Level ist durch 5 teilbar. Super gemacht, Steiners. Sehr schön. So kommen wir irgendwie nicht weiter, habe ich das Gefühl. Kommen wir irgendwie echt nicht weiter. Ach, jetzt machen wir wieder normalen Tod. Das Ding, das hatten wir schon mal, ne? Kann ich da irgendwas dagegen machen eigentlich? Ah, daneben, sehr schön. Okay. So, dann werden wir noch. So, der macht das für Steiner, dann mache ich das für Vivi. Wäre vielleicht geschickter gewesen, doch zu heilen. Ja, ich muss jetzt wirklich mal hier mit einem Eisgar-Schwert angreifen. Mit einem Eisgar-Trance-Schwert. Ja. Level 5. Ja, oder auch nicht. Okay. Komm, schön langsam wird's echt los. So. Also dann einmal mit Phönixfeder auf Steiner wieder, weil Steiner ist tot, weil Level 5 tot ist, bedeutet für Steiner leider tot. So.
Und dann Vigra auf alle. Yay, ich habe Schaden gemacht. Wow. Mach jetzt keinen Gegenangriff. Lass Lilly bitte heilen. Vielleicht wäre das ja froh drin. Ah, sehr schön. Das funktioniert sogar. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. So, Steiner, komm, jetzt probieren wir es vielleicht nochmal. So, Schwarzmagie, nochmal Eisgar hier. Komm, Steiner, du schaffst es. Öffnen. Oh, er öffnet sich. Öffnen bedeutet jetzt wahrscheinlich, dass er permanent Gegenangriffe macht, oder? Nee, nicht mal. So, dann hier nochmal. Nee, reicht eigentlich, wenn ich nur auf Steiner. Ja, komm mal, ich mache Liga auf Steiner, weil ich kann es mir leisten. Ist echt jetzt nicht so tragisch, glaube ich. Gerade Steiner ist derjenige, der wirklich wichtig ist, behaupte ich mal. So, nochmal Eisgar. Ja, und das ist jetzt natürlich für Lilly nicht so gut. So, Schlitz. Sehr schön. Immer tollen Schaden machen, da bin ich sehr froh. So, und ich glaube, ich bleibe jetzt dabei, Vigra immer schön auf alle zu machen. Oh, ja, Vivi. Okay, er wird schon schwächer gefühlt, oder? So. Und irgendwie auch sehr traurig, dass diese normalen Elementarangriffe einfach am meisten Schaden machen. Gut, ich könnte natürlich Meteor probieren, aber wahrscheinlich funktioniert das hier gar nicht so gut. Ich probiere es einmal zumindest. Hier, komm, Meteor. So. Ich warte mal ab bei Lilly. Oh ja, nee, er ist tot. Alles gut, okay. Ihr habt Tantanos besiegt. Nun gut, er wollte das nicht anders. Kommt jetzt Kuya? Kommt jetzt gleich Kuya? Nö, kommt zuerst eine Erfolgsjingle. Super, yay. So. Moment. Wenn wir schon mal da sind. Also wir sind eh ganz voll. Ganz ehrlich, komm, wir hauen Ether auch mal raus. Weil es egal ist. Ich glaube, es ist der letzte Kampf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. So, passt. Nicht nur die Chaos, sondern auch noch Thanatos, so heißt er richtig. Meine Seele ist auch dem Untergang geweiht, aber ich will ein guter Gastgeber sein und euch zuerst den Weg in den Tod weisen. Dann soll einfach alles sich in nichts auflösen. Oh, diese größenwahnsinnigen Typen. Oh je, je, je. So, da ist er. Da ist er, mein Freund, der Kuya. Kuya oder Kunein? Ich weiß es nicht genau. Ja, ich fand's richtig. Flairstar. Oh. So, was könnte bei ihm eigentlich ganz gut funktionieren? Ich probiere mal Blitzgar. Oder nee, ich probiere mal Meteor-Gar quasi. So, wer überlebt das alles? Oh ja, okay, gut, dann machen wir lieber mal Vigra auf alle. Irgendjemand ist in Trance, das ist schön. Ah, Steiner. Hä? Nee, Vivi. Ach, schön, Vivi ist in Trance, das mag ich gern. So. Jetzt schauen wir mal, wie gut Meteor funktioniert. Er kann auch ins Gericht kriegen. 3000, ja, weiß ich nicht. Dann machen wir doch lieber Eisgar. Klinge. So, einmal kurz geheilt. So, jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier, also Meteor, glaube ich, mache ich nicht, weil irgendwie gefühlt ist, glaube ich, weiß ich nicht. Machen wir einmal Eisgar und einmal Feuergar. Schauen wir mal. Sanctus, ja, das ist Sanctus. Das ist eigentlich nicht gut, oder? Ist das gut? Es sieht sehr stark aus. Geht das gegen alle? Nö, ging nur gegen Zidane. War nicht mal stark. Ich lass Lilly mal ein bisschen. Lilly meint die. Oh, 9000 Schaden. Super. Hast du gut gemacht.
Ja. Gut, jetzt bin ich gespannt. Hier, Eisgar, was ist da jetzt stärker? Also Meteor hat irgendwie so 3900 gemacht oder so. Eisgar macht 2,4. Okay, da wäre Meteor sogar stärker. Und Feuer macht das. 2,3. Okay, also gut, das ist alles nicht so toll. Okay, jetzt machen wir nochmal Flair. Ja, ist okay. Dann bleiben wir wohl doch bei... Ich mache noch Blitzgar und Meteor jetzt. Ne? So. Blitzgar. Oh, 2000. Oh, das war jetzt stark. Meteor. So. Zum Glück, Steiner hält zum Glück ja mehr als genug aus. Ja, das ist das Tolle dran. So, Angriff. Ja, schauen wir mal, ob Blitzgar, das ist jetzt interessant, ob Blitzgar stärker ist oder nicht. Okay. Ja, der macht schon immer sehr viel Sachen. Ich warte jetzt mal, weil ich sehen will, ob Blitzgar stärker ist oder nicht. So, zum Glück haben wir bei Lilly schon die Heilung drin. Überleben wir das alle? Ja, wunderbar. Aber, ja, ist doch knapp, ne? So. Ja gut, Steiner. Bräuchte sogar ein bisschen mehr. So, jetzt schauen wir mal, ob Blitzgar stärker ist. Ich glaube schon, oder? Ja, komm, machen wir mal Blitzgar. Oder was hatten wir? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, es ist jetzt blöd, wenn ich Sachen vergleichen will und dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist sehr gut, oder? Ja, komm, weißt du was? Ich mach das nochmal. So, aber Meteor ist definitiv der stärkste von allen. Also zweimal Meteor. Ich hoffe nur, dass das kostet nur einmal MP. Ich glaube ja nicht, aber naja, komm, egal. So, einmal geschlitzt. 5000 Schaden, wunderbar. So, und ich glaube, ich könnte ehrlich gesagt Vivi. Oje, gegen wen macht jetzt Flares da? Bitte nicht gegen Vivi. Achso, es geht wieder gegen alle, oder was? Oje, ach stimmt, das geht gegen alle. Okay, dann haben wir jetzt ein Problem. Ja, die jetzt tut's. Nö, dann, ach, gegen alle daneben, das finde ich ja praktisch. Okay. Gott sei Dank. So, ich werde jetzt trotzdem hier mal ein bisschen mit Elixiere rauswerfen. Da kommt Steiner mal ein Elixier zugeworfen, hätte ich gesagt. Jetzt habe ich nicht geguckt, was Blitzgar gebraucht hat. Da müssen wir auf jeden Fall warten. Oh. Ist vorbei, oder was? Ich bin eh dem Tod geweiht. Der Tod wird mich von meiner Furcht erlösen. Aber ich werde nicht alleine sterben. Was? Ihr werdet mich begleiten. Oh, oh. Ultima. Oh, überlebt man das? Okay, gut, ich glaube, das hätten wir nicht überleben können. Oder kommt jetzt ein Game-Over-Screen? Nee, oder? Komm. Gut, ich glaube, das hätten wir nicht. Ja, oh, oh. Oh. Was ist mit dem Kristall? Was ist mit den anderen? Wo sind wir hier? In einer anderen Dimension als der euren und ich bin das ewige Dunkel. Wer bist du? Ohne jegliche Ausnahme beherrscht die Furcht jenen Teil der Seele, der von Dunkelheit umgeben ist und wird von jedem verspürt, der auf dieser Welt ein Leben erhielt. Das Leben selbst ist eine einzige Grausamkeit. Ihr vernichtet euch gegenseitig und tötet, um zu überleben. Und euer Leben besteht aus Unsicherheit, Kummer und der Angst, irgendwann einmal zu sterben. Euer Leben wird davon beherrscht. In dem Moment der Wahrheit, in dem euch bewusst wird, dass ihr eurem eigenen Tod nicht entkommen könnt, erwacht die Angst in euch. Je größer die Angst vor dem Tod, desto größer der Schmerz und doch könnt ihr den Tod nicht akzeptieren.
So entwickelt sich der Hass und der Neid gegen alles Lebende. Die gewachsene Angst vor dem Tod kann nicht kontrolliert werden. Die einzige Rettung erfolgt in der völligen und vollkommenen Zerstörung. Kuya unterlag seinen eigenen Angst und versuchte, den Ursprung allen Seins, das Kristall, zu zerstören. In dem Irrglauben, so sich selbst retten zu können. Hör endlich auf mit dem Schwachsinn, das kannst du deiner Großmutter erzählen. Das ist doch alles nichts weiter als eine Ausrede. Mit diesem Gewäsch redest du dir doch nur selbst einen Grund für deine Existenz ein, oder nicht? In diesem Augenblick war alles besiegelt. Alles in diesem Universum existiert nur aus dem einen Grund, nämlich um wieder zerstört zu werden. Dies war die Antwort, die er gefunden hatte. Ich habe nur auf jemanden gewartet, der diese Antwort findet. Und jetzt, wo sie gefunden wurde, muss diese Welt vernichtet werden. Hey, du solltest meine Frage beantworten. Meine Aufgabe besteht nur in einem. In der Erschaffung des absoluten Nichts, ohne jegliche Entwicklung, ohne Kristall, eine Welt, in der es keine Geburt gibt. Ist dies alles nicht vorhanden, wird es auch keine Angst mehr geben. Eine Welt, die ihr euch so sehnlichst gewünscht habt. Wir haben uns so eine Welt bestimmt nicht gewünscht. Solange die Hoffnung auf Leben besteht, werden wir deine Vorhaben nicht zulassen, auch wenn es nur ein kleiner Lichtpunkt in einem ewig dunklen Raum ist. Der Wille nach Leben, trotz all der Qualen, die ihr leiden müsst, ist der Beweis eurer törichten und unheilbaren Krankheit genannt, Hoffnung. Aber irgendwann wird diese Hoffnung zur Angst werden und ihr werdet den gleichen zerstörerischen Weg wie Kuya wählen. Unmerklich bewegt ihr euch selbst auf die eigene Zerstörung zu. Wenn die Zerstörung der einzige Grund eurer Geburt ist, was macht es dann für einen Unterschied, nie existiert zu haben? Eure gesamte Existenz ist ein Paradoxon. Es besteht kein Grund, die selbstgefundene Antwort zu verneinen. Alles ist nichts. Dies ist die reine Wahrheit. Verschwindet, werdet zu nichts, widerstrebt dem nicht, denn es ist der Wunsch alles Lebenden. Von wegen, das sehe ich anders. Wir werden dich vernichten und damit genau das Gegenteil beweisen. Und die Erinnerung, die eigene Angst besiegt zu haben, wird weiterleben und von Generation zu Generation überliefert werden. Und deswegen dürfen wir hier nicht aufgeben. Wir dürfen gegen dich nicht verlieren. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Kräfte sammeln und gemeinsam stark sein. Und selbst wenn wir dabei draufgehen, ist das noch lange nicht das Ende. Denn auch wir werden in den Erinnerungen der Menschen weiterleben und diese Erinnerungen werden auf alle Ewigkeit mit dem Leben eins sein. Das bedeutet zu leben. Ah ja. Oh, wir sind alle auf eins. Was für eine Freude. Ja, komm, natürlich belassen wir es bei diesen Charakteren. Oh. Wenn wir alle halt zurückkommen, machen wir uns ein richtiges Festmahl. Okay, was war das jetzt? Verbock das bloß nicht, sonst sehen wir uns in der Hölle wieder. Ich weiß nicht, warum das die jetzt kombiniert werden. Irgendwas ist das sehr merkwürdig, aber ist halt so. Sagen wir mal so, ja. Meine Wünsche, meine Hoffnungen und meine Seele als Drachenritterin werde ich nun opfern. Für Steine? Oh, der freut sich da sicher. Keine Angst, ich bin nicht traurig. Nimm die letzte Kraft von Heiko. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, okay. Jetzt dürfen wir nochmal ins Menü, das ist schön. Aber was ist da jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung, was da genau passiert ist. Na komm, ich mache jetzt mal den da. Wir legen auf jeden Fall noch irgendwelche tollen Sachen an. Fliegende Monster weiß ich nicht. Ich möchte eher so diese Schutzdinge reinhauen. Ja, ganz ehrlich. Level Up und Ability Up, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Konter ist gut. Immer Regener wäre wahrscheinlich auch gut, aber schauen wir mal, was sich da so ausgeht. So, Wilhelm Tell ist auch gut. Das ist egal. Stärkebonus ist auch gut. Das lassen wir auch drin. Bestientöter. Nee, ich möchte eher, wie gesagt, die Abwehrdinge da reinhauen. Das brauchen wir auch nicht mehr, weil klauen werden wir nicht mehr, überfallen auch nicht mehr. Das machen wir rein, das machen wir rein, das machen wir rein, das machen wir rein. Und Gift und Galle machen wir rein. Genau, so, okay. Gehen wir zum nächsten. So, was brauchen wir da jetzt alles nicht mehr?
Also Level Up und Ability Up brauchen wir nicht mehr, ist klar. Anfeuern lassen wir drin. So. Stein und Gips und Stopp. Schweigen ist, glaube ich, auch ganz gut. So. Gut. Vivi. Wir brauchen nicht mehr Level Up und Ability Up. Brauchen wir nicht mehr. Dafür haben wir Gift und Galle und Insomnia rein. Lass mal Insomnia nochmal Schlaf wird für Mieden, genau. Konterzauber wäre vielleicht auch ganz gut, oder? Wie viel haben wir denn hier? Machen wir den da rein und jetzt haben wir noch zwei. Kriege ich die zwei noch irgendwo unter? Nee, natürlich nicht. Gut, hau den Lukas brauche ich in dem Fall auch nicht, weil ich greife nicht an mit ihm. Also können wir da jetzt Insomnia... Machen wir Insomnia rein. So. Und Steine noch. So. Genau, Level Up und Ability Up brauchen wir nicht mehr. Dafür packen wir das Zeug rein. Ah, verhindert Konfus. Schon Stein und Gips und Blind. Ja, ist okay. Gut. Ich würde sagen, das reicht so. Alles gut und weiter geht's. So. Was immer du auch bist, wir werden dich endgültig vernichten. Haltet euch bereit. Ist okay. Frage mich auch, was der ist. Schauen wir mal. Oh. Das sieht spannend aus. Was ist denn das? Das hat ja nicht mal ein richtiges Gesicht. Ihhh, aber eine Nase. Ich frag mich gerade. Ja, okay. Wir werden nach oben geflogen. Ihhh, da im Hintergrund sind Augen. So, komm, wir starten mal. Ich würde sagen, wir starten mit hier, ja, Meteor. Machen wir mal. Lilly, sparen wir uns mal aus. Zidane greift mal schön an. Und Steiner natürlich macht hier... Ja, was wird's denn? Vielleicht ein Eisgang? 4300 Schaden. Okay, sehr schön. Blauer Schock. Daneben. Weißt du was? Oh, Sanctus macht er auch noch. Okay, jetzt gibt er richtig Gas. Gegen alle? Nee, es geht nur gegen Zidane. Das ist okay. Weißt du was? Ich mache einmal einen Bahamut raus. Komm, ein Bahamut muss gehen. Oh, Shell. Ja, ist okay. Shell kannst du ruhig machen. Jetzt hat der wirklich Shell. Feuer! Vielleicht war es doch nicht so klug, einmal die Heilung wegzulassen. Ja, ist jetzt... Ja, gut. Ich glaube, wir werden aushalten. So, dann einmal Blitz. Geschlitzt mit Eis. 3,5. Ja, es ist nicht so prickeln. Vielleicht doch Blitz besser. Schauen wir mal. Toll, Meteor ist daneben. Super, Vivi, hast du wieder ganz toll hinbekommen. So, Mega Flares war jetzt wahrscheinlich keine gute Idee. Ich hoffe, ich überlebe das. Ja, Lilly ist einfach die Zauberin. Ich darf mich da nicht einlassen auf zusammen. Ich glaube, ich bleibe auch wirklich hier bei Blitz. Blitzgar oder Eisgar oder so, keine Ahnung. Das sieht so blau aus. Ich glaube nicht, dass Eisgar so gut ist gegen Blau. Ja, hat gar keinen Schaden genommen. Oh, Supernova. Das ist, glaube ich, keine... Gar keine gute Geschichte. Was macht der jetzt? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, es ist nicht gut. Also ich glaube, es ist nicht gut. Ich glaube, das Spiel will uns damit sagen, ich sollte doch bitte keine Bestie ausbauen. Okay, Supernova hat gar keinen Schaden gemacht.
Dafür hat Meteor uns getötet. Na super. Was für eine Freude. Eieiei. Ja, das da haben wir natürlich jetzt, das ist jetzt natürlich alles zusammen nicht so ideal. So, jetzt weißt du was, eine Phönixfeder auf Lilly. Neurosynapse. Dann eine Phönixfeder auf Vivi. Das sieht alles so stark aus. Oh, alle ausgelöscht. Oh. Okay. Das war jetzt nicht so toll. Jetzt hoffe ich nur, dass ich, wenn ich auf Fortsetzen gehe, dass ich da jetzt nicht ewig weit hinten bin. Weil sonst muss ich da... Schauen wir mal, wo kommen wir denn da raus? Ah, kommen wir eh da raus. Okay. Ja, ja, gut. Bla, 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 bla. Kann ich das überspringen? Nee, kann ich leider nicht. Ist jetzt ein bisschen doof. Aber wir machen das nochmal. Ja. Aber jetzt muss ich das ganze Menü nochmal umstellen, ne? So, also den Fehler darf ich nicht machen, dass ich irgendwie versuche mit Bahamut zu kämpfen. Ja, das ist keine gute Idee. Ja gut, dauert es halt mal wieder ein bisschen länger, ist doch alles kein Thema. Hey. Ja, 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 alles gut. Ich kenn's doch. Ja, die Truppe nehmen wir natürlich. So. Jetzt müssen wir wieder das Vereinen uns angucken. Oh ja, ich vereine mich. Ich gebe meine Fähigkeiten an euch. So, drück, 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 drück. Ihr hört wahrscheinlich meinen Controller drücken. Also ich würde sagen, im Endeffekt ist das Wichtigste einfach permanent zu heilen. Ja. Also Lilly darf nichts anderes machen außer heilen. Bleibe ich einfach jetzt dabei. Dann dürfte das ja eigentlich funktionieren. Theoretisch gesehen. Jetzt muss ich leider nochmal alles umstellen im Menü. So. Dann einmal Abilities. Genau, wir brauchen... Wie gesagt, hau den Lukas schon. Konto lassen wir auch, aber Level Up und Ability Up brauchen wir definitiv nicht mehr. Dafür hauen wir Arsene, Lupin und Überfall brauchen wir auch nicht mehr. Dafür hauen wir das Zeug rein. So. Und Gift und Galle. So. Lilly, selbes Thema, selbes Thema. Wir hauen Level Up und Ability Up raus. Anfeuern hauen wir auch raus, weil ich werde keine Bestien beschwören. So, dafür eine Auto-Potion brauchen wir nicht. So, jetzt habe ich aber immer noch 5. Ja, machen wir Apotheker rein. Also egal ist. Genau, weil Anfeuern, wie gesagt, brauchen wir nicht, weil ich werde keine Bestien hier bringen. Hier haut der Lukas ist bei Vivi auch umsonst, weil der wird nicht angreifen. Vollmond ist gut. Was war das nochmal? Angriffselemente der Zauber werden unwirksam. Wahrscheinlich wäre Zauberneutrum voll gut und ich könnte dann gar nicht mehr sterben. So, kommt der Zauber, ist auch eine gute Idee. Gern lassen wir das mal so. Und Steiner. Hier. Genau. Bodyguard. Ah, brauchen wir das? Ich glaube, das funktioniert eh nicht wirklich gut, weil die ja hier eh dauernd irgendwie so. Weiß ich nicht. So starke Sachen machen. So, Holzauge verhindert Hinterhalte. Brauchen wir in dem Fall auch nicht mehr. Thermometer klingt gut. Sondern könnten wir hier noch. Das ist, glaube ich, ein böses Viech. Ja. Und ist das ein Untoter? Ich habe keine Ahnung. Der Exorzismus. Nee, es sind Dämone. Ne? So, okay. Gut. Und jetzt, wir sind ganz voll. Das passt. Jetzt wünscht mir Glück für den nächsten Kampf. So. Jupp. Auf ein neues. Schande eigentlich, dass wir es nicht auf Anhieb geschafft haben, aber gut. Ich kenne den Kampf ja nicht. Das ist das Problem. Ist ja wirklich alles schön blind und so. Ja, kann ich da? Ich möchte das gerne überspringen. Geht aber nicht. Schade eigentlich, ja. Die Filmsequenzen kann man leider nicht überspringen. So, wir werden angehoben.
Gut. Also dann. Wir starten. Achso, ich habe Auto eingeschaltet. Das sagt ihr mir schon, was ist denn jetzt los? Ich Trottel, ich habe Auto-Battle eingeschaltet. Das ist nicht gut. Gott, wie doof. Ja, so funktioniert das natürlich wunderbar. So, Pot, das ist natürlich schlecht. Jetzt, wo wir alle zumindest einmal mit normalen Angriffen draufhauen, das sieht irgendwie richtig gut, dass meine Leute sind. So, machen wir einmal hier. Der geht ja auf alle, oder? Gib ich mir einen, ne? Ne, ist nur auf Vivi gegangen. Okay, gut, dann können wir. Hier einmal Schwarzmagie und einmal hier. Ja, ist jetzt die Frage. Ich probiere mal Eisgar. Ich schaue mir das jetzt alles mal an. So. Ah, der macht auch Eisgar. Okay. Dann machen wir jetzt Vivi auf alle. Oh, Vivi ist fast tot. Das ist nicht gut. Supernova. Wieso darf das Vieh eigentlich da immer so fünfmal gleichzeitig angreifen? Wieso dauern die Sachen so lange? Ich meine, ist ja eh voll schön hier eine Supernova. Ja, alle Planeten sterben rundherum. So. Ja, ich hab's gecheckt. Oh. Ach, Lilly ist gestorben. Sidan ist gestorben. Ich wäre jetzt eigentlich voll froh um die Heilung, Lilly. Ich habe keine Ahnung, warum das Sidan jetzt gestorben ist. Okay, 1000 Schaden ist jetzt nicht so viel. Und Lilly hat es ganz knapp überlebt. Das finde ich sehr lobenswert. Ja, wir haben alle irgendwelche ganz komischen Zustände, die ich jetzt alle nicht so ganz toll finde. Ich glaube, da sollten wir echt gucken, dass wir uns die irgendwie... Der Steiner ist geschreckt. Oh mein Gott. So, ich muss abwarten. Ach komm, das gibt's ja nicht. Autopotion. Was? Wem habe ich Autopotion gegeben? Ach Gott, ich habe... Nein, warum habe ich Vivi Autopotion gegeben? Ja, super vorbereitet, hey. Würdest du, komischer Boss, das bitte lassen, hier dauernd irgendwas zu zaubern, was unpassend ist? So. Ja, er darf einfach nach jedem Angriff darf er. Das ist halt irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so toll. Ja, dann ein Heilmittel auf. Kann ich Steiner? Was bedeutet das Ding bei Steiner? Wieso ist das noch da? Weiß ich gar nicht. Bedeutet das, dass ich ihn nicht mehr wiederbeleben kann, oder? Oh, ja, das ist natürlich nicht gut. Hä? Wie soll denn das jetzt wieder gehen? Muss ich denn vorher mit Medica oder irgendwas? Moment, das ist jetzt eine gute Frage. So, was habe ich ja noch? Hatte ich ja noch nie. Muss ich da vorher jetzt Steiner... Ich kann Steiner das gar nicht geben. Zombie? Gut, Zombie? Ist das ein Zombie? Ja, komm, machen wir mal. Wahrscheinlich Zombie, oder? So, die Traurigkeit geht natürlich nicht weg. Das ist eine Neurose, ne? So, das ist super. Genau, müsste jetzt eine Phönixfeder eigentlich auch gehen. Oh, Vivi ist fast tot, Trademark. Autopotion, ich kann das, guck mal. Eieiei, schlecht vorbereitet. So. Irgendwie versuche jetzt die ganze Zeit, mich wieder zu beleben irgendwie. So, okay, Zombie ist weg. Verstehe, sehr gut. Und jetzt warte ich noch kurz ab, bis da die Phönixfeder geworfen wird. Ja, und jetzt machen wir Vigra auf Steiner. Bitte lass das zu.
Nein, natürlich lässt er das nicht zu. Wie jetzt auf Steiner? Oder geht das jetzt auf Steiner? Natürlich geht das auf Steiner. Ah, ist daneben, sehr schön. Okay. So, komm. Was brauchen wir jetzt? Neurose war das, ne? Das waren die Neurose Baldrian, ne? So, machen wir einmal Lilly die Neurose aus. Hier einmal Baldrian für Vivi. So, und jetzt können wir wirklich mal wieder anfangen, hier mit ordentlichen Kämpfen zu spielen. Ich könnte natürlich... fügt Neutral-Elementarschaden zu. Und was ist das? Fügt Schatten... Ich mach mal trotzdem mal... Nee, Todestribunal ist blöd, weil es geht auf alle. Das ist mir zu gefährlich. So. Baldrian? Jupp. Wunderbar. So, mach mal heilige Magie auf alle. Na, ich warte lieber ab. Warte ab, habe ich gesagt. So. Ja, komm, jetzt macht er wieder dauernd Shell und so weiter. Das kann ich ihm auch hier... Es gibt, glaube ich, hier kein Item, dass ich ihm das wegzaubern kann, oder? Weiß ich gar nicht. Komm, ich mache jetzt mal Angriff. Das kann so nicht sein hier. So, Meteor! Oder was ist ein Perseus? Zaubersprüche. Ja, natürlich daneben. Ist klar, ne? So, Sanctus ist jetzt wieder doof, glaube ich, oder? Was war das nochmal? Geht das gegen alle? Geht das nur gegen Neuen? Ah, geht nur gegen Steiner. Gut, aber Steiner hält das mal durch. Oh, aber Blitzka geht gegen alle. Okay. Schon verstanden. Machen wir wieder beides. Ist okay. War das jetzt so ein... Ja, klar. Jetzt macht er drei Angriffe auf einmal. Du willst mich doch verarschen. Was soll denn der Scheiß, bitte? Jetzt wird wahrscheinlich wieder einer wieder komplett sterben, oder? Oder alle sterben komplett? Ja, wir haben sogar irgendwie überlebt. Ja klar, und dann haut der Brot das auch noch nach. Ist klar, ja. Alles kein Thema. Komm. Gut, Zidane hat irgendwie alles gefühlt jetzt. So. Machen wir mal Blitzgar. So, muss ich Zidane auf jeden Fall wieder groß machen. Was haben wir denn da? Müsste eigentlich mit Allheilmittel gehen, oder? So. Ja, wir kämpfen irgendwie echt die ganze Zeit nur damit, dass wir irgendwie uns, weiß ich nicht, heilen oder so. So, Flair geht jetzt nur auf. Und das wieder alle. Nur gegen Blitz, oder? Belebt ihr das überhaupt? Ja, doch. Moment, dann können wir das so machen. Nö, können wir nicht, weil er macht natürlich zwei Angriffe. Ist okay. Wenn er meint, dass er das darf, will ich nicht reinreden. Scheiß Gegner. Oh! Sehr schön, Zidane ist in Trance. Das sollte bedeuten, theoretisch, falls Zidane auch drankommt, dass wir zumindest ein paar 9000er Angriffe haben. Neutron-Synapse, ja, ist okay. Schön auch, dass du immer dreimal angreifen kannst hintereinander. Finde ich voll lobenswert von dir. Ich merke gerade, es ist vollkommen egal. Ich brauche mit Lilly gar nicht warten, weil irgendwie... Ja, sie, ja gut, jetzt ist sie okay. Ja, toll. Echt jetzt? Ja, toll. Wozu brauche ich jetzt das Allheilmittel? Boah, das ist so doof. Das ist echt... Boah, ah, Alter. Ach, wirklich, Kombination fehlgeschlagen. Echt jetzt? So. Sollte ich jetzt ein Elixier probieren, dass ich das schnell auf Lilly werfe? Dass sie zumindest überlebt. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so doof, oder? Ja, oh wow, hat er sogar genommen. So, jetzt schaue ich mal, ob zumindest Zidane jetzt irgendwie seine Fähigkeit rausbekommt. So. Eben bin ich froh. So. Ist zumindest einmal hier ein bisschen mit Trance-Fähigkeiten ein bisschen Schaden gemacht wird. Ja.
Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Schaden das gemacht hat. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ich mach's trotzdem einfach nochmal. So, nochmal Wieger auf alle. Ist mir jetzt echt egal. Ich haue einfach jede Runde Wieger auf alle raus. So. Dann soll sich Steiner auch mal ein Elixier reinhauen, ist doch egal. Ah ja, doch, macht genau diesen Schaden, den ich mir erwarte von diesem Ding. So gefällt mir das gut. So. Und nochmal das. Also eigentlich mit den Trance-Fähigkeiten können wir hier punkten, mit dem Rest eh nicht wirklich. So. Na, kommt ein Gegenangriff schon? Nicht mal, was ist da los? Auf einmal, ne? So, was kommt jetzt? Brotes. Ja gut, wenn der jetzt Brotes macht, das ist okay. Brotes ist nämlich nur physische Angriffe. Ah, und Supernova natürlich. Okay. So, Vivi hat bald seine Trance-Leiste voll. Ist halt echt die Frage, was jetzt stärker ist, Blitz oder Eis? Ich habe keine Ahnung. Ich mach auch nicht Blitz. Ich glaube, es ist egal. Supernova ist ja der Scheiß, da wo wieder alles Mögliche passiert, oder? Oh, Sidan ist fast tot. Oh nein, Steiner ist, ja, genau. Steiner ist verwirrt. Ist nicht gut. So, Lilly, bitte heile, Lilly. Ja, Gott sei Dank. So, Gott sei Dank. So, und Sidan sollte vielleicht, mal kurz gucken, hier ein Augentropfen bekommen. Nee, er ist ja gar nicht. Lilly braucht das nicht. Steine ist alles Mögliche. Komm, ich gebe Steine mal ein Allheilmittel. So, könntest du das jetzt bitte wirklich machen? Das Abbruch hätte ich doch schon mal reingetan, ja? Wolltest du wohl nicht. So. Juhu, Vivi ist in Trance. Sehr schön. Jetzt wirft er im Trance-Modus ein Allheilmittel raus. Das ist natürlich bestens, ja? Ah, dieser Gegner. Brotes, Shell, Zauber, irgendwas. 5000 Gegenangriffe, Trademark, alles macht er. Weißt du? Ja, Neutronensynapse ist eh klar. Da komme ich gar nicht dran, macht er 10.000 Angriffe. Finde ich jetzt ein bisschen, weiß ich nicht. So, sterben wir da jetzt alle. Sterben wahrscheinlich wieder ein paar. Ja, Sidan, natürlich. Genau, der King of Trance. Der King of Trance stirbt einfach. Und Vivi macht eine Auto-Potion. Was für eine Freude. So, gut, Steiner ist zum Glück jetzt nicht mehr verwirrt. Immerhin. Ich wäre trotzdem froh, wenn dann Lilly irgendwann mal zum Zaubern kommen würde. Genau, danke. So, und Vivi kann dann, das ist jetzt ein bisschen doof, ich muss nämlich eigentlich Hades Magie raushauen. Und ich hau zwei Meteore raus. Ich hoffe, dass da irgendwas geht. Ja. Eisgeist, eh klar. Was, der... Oh Gott, der macht jetzt auf sich selbst Wieger, du wirst mich doch verarschen. Gut, hat jetzt irgendwie aber nichts geheilt, oder? Weiß ich nicht, war jetzt ein bisschen seltsam, was da gerade passiert ist. So, Sidan, vielleicht schafft das jetzt dann, diesen Angriff dann machen zu können, nochmal. Oh, Steine ist auf 1, das ist nicht viel. So, ich gebe Steiner, gibt jetzt Sidan trotzdem, oder nee, weißt du was, Steiner wird jetzt nicht mehr ein bisschen überprotzen. Oh, 7000 Schaden, sehr schön. Gleich nochmal, nee, er macht natürlich, ah, nicht, doch nicht, okay. Ja gut, der zweite... Ich finde das so doof, dass die dann immer mal wieder versagen. Ja. Ach Gott sei Dank, Vigra funktioniert rechtzeitig. Ich bin begeistert. Jetzt habe ich aber echt das Problem. Das Lilly natürlich. Weiß ich nicht. Ja. Das
geht sich mit dem MP natürlich nicht aus. Ist ein bisschen blöd jetzt. Oh, ach, was für eine Freude. Haben wir ihn geschafft. Das ist zu Ende. Könnt ihr eure eigene Antwort nicht ertragen? Was ist jetzt los? Geht das jetzt noch weiter, oder was? Macht euch der Lebenswille so stark! Alles zerbricht und explodiert und wird zerstört. Haben wir ihn jetzt wirklich geschafft? Bin mir nicht so ganz sicher. Na gut, er explodiert. Also könnte das eigentlich ein Zeichen dafür sein, dass wir ihn geschafft haben. Ne? Wie gesagt, 100% sicher bin ich mir jetzt nicht, aber hey. Das ist nicht das Ende. Ganz drauf. Denn ich werde zurückkehren. Na, lieber nicht. Komm. Solange der Tod auf dieser Welt existiert. Okay. Was passiert jetzt? Kommt jetzt noch ein Endboss? Lilly, bist du in Ordnung? Ja, aber sieh nur sie dann. Wie Koya es vorhergesagt hat, der Baum Ifas ist völlig außer Kontrolle geraten. Was wird jetzt bloß passieren? Hier wird's gefährlich, nur was sollen wir... Solch eine Explosion werden sie wohl nicht. Aber das kann doch nicht sein. Herr Hauptmann. Wartet, es sind alle am Leben. Könnt ihr mir sagen, wo sie sich befinden? Dort drüben. Die Hildegard ist am nächsten. Du, mit der breiten Schulter. Jawohl, Haken zur Stelle. Sofort einen Kanal zur Hildegard öffnen. Verstanden. Unwahrscheinlich, dass da jemand überlebt hat. Großherzog Sid, wir werden von der Roten Rose gerufen. Sofort den Hauptkanal öffnen. Hier, Rote Rose, es sind alle am Leben. Wer spricht dort? Mein Name ist Mikoto. Es haben alle überlebt und befinden sich direkt unter deinem Schiff. Wie kannst du so genau ihren Ort bestimmen? Er hat es mir gezeigt. Er? Egal, wir müssen auf jeden Fall unverzüglich landen. Die Hildegard 3? Das wird doch nicht etwa der alte Sid sein. Hey, Großherzog! Dann seid ihr also wirklich alle am Leben. Dann aber einsteigen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr alles in die Luft fliegt. Sidan, lebe. Du, also, willst wohl bis zuletzt den Helden spielen. Von wem redest du, Sidan? Geh schon, mal mit allen vor, ja? Es gibt noch etwas, was ich erledigen muss. Was? Er hat es wohl auch überlebt. Aber das kann doch nicht... Sidan, was ist? Steiner, pass ja gut auf Lilly auf. Was? Was soll das heißen? Kuya ist noch am Leben. Ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Etwa, weil ihr beide dieselbe Herkunft habt? Nein, das ist es nicht. Lasst ihn doch einfach da, wo er ist. Wenn wir uns nicht beeilen, fliegen wir noch mit in die Luft. Ja, ich weiß, er hat versucht, uns in den Tod zu reißen. Und er hat versucht, unsere Welt in einen Trümmerhaufen zu verwandeln. Unsere ganze Welt. Aber wäre ich an Kuyas Stelle gewesen, wer weiß, vielleicht hätte ich ebenso gehandelt. Und außerdem kann ich ihn nicht einfach sterben lassen.
Irgendwann muss jeder mal sterben, aber es besteht doch kein Grund, von sich aus den Tod zu wählen. Vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst. Aber du begibst dich schon wieder selbst in Gefahr. Trotzdem werde ich gehen. Und dennoch. Jeder muss im Leben ab und an eine wichtige Entscheidung treffen. Und ich glaube, ich habe mich entschieden. Zum Beispiel hat Vivi sich für das Leben entschieden, als er die Wahrheit über seine Herkunft erfuhr. Und es war für Vivi bestimmt keine leichte Entscheidung. Ja, das stimmt schon, Zidane. Aber allzu viel habe ich dabei eigentlich nicht nachgedacht. Du als Betroffener hast es vielleicht gar nicht so realisiert, aber alle haben von dir gelernt. Zumindest mir hast du beigebracht, wie wichtig es ist, sein Leben nicht einfach wegzuschmeißen. Gut. Aber ich kann dich als Drachenritterin nicht allein gehen lassen, mein Bester. Die Schwachen zu retten und zu beschützen, das ist der rechte Weg eines Ritters, Zidane. Nein, ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Für mich ist es an der Zeit, eine wichtige Entscheidung zu treffen, aber das muss nicht heißen, dass ihr alle die gleiche Entscheidung treffen müsst. Ihr beide habt doch sicherlich noch genug Arbeit in Bormezia oder in Alexandria zu erledigen, oder nicht? Das mag stimmen, aber... Und wie ihr ja mittlerweile wisst, bin ich so leicht nicht von meinem Vorhaben abzubringen, wenn ich einmal einen Entschluss gefasst habe, richtig? Dir ist wohl echt nicht mehr zu helfen. Lassen wir ihn seines Weges gehen, der ist eh nicht mehr zu überzeugen. Was dauert denn so lange? Kommt schon an Bord! Das lasse ich mir kein drittes Mal sagen. Mahagon hat recht, geht schon. Los, ihr habt keine Zeit zu verlieren und dass ihr mir hier ja lebend wieder rauskommt. Zidane, wenn du hier stirbst, wird Aiko dir das nie verzeihen, hörst du? Es gibt noch so vieles, was du mir an Essen zeigen musst. Ich muss alles probiert haben. Also Zidane, wir sehen uns bei dem Fröschen wieder, ja? Ist okay, Kina. Ich dachte, mittlerweile würde ich dich kennen, mein Bester, aber deine Treue gegenüber deinem Herzen scheint noch größer, als ich erwartet hatte. Auf ein baldiges Wiedersehen. Zidane, zu lieben ist gar nicht so einfach, nicht wahr? Du hast mich schon wieder etwas Wichtiges gelehrt. Zidane? Prinzessin, es ist Zeit. Ich weiß. Lilly, nein. Königin Garnier. Mein Versprechen, euch zu entführen, habe ich gehalten, so gut es ging. Aber alles geht einmal zu Ende. Bitte, verzeiht mir meine Eigensinnigkeit. Nein, ihr müsst euch nicht entschuldigen und ich besitze nicht das Recht, euch euer Vorhaben zu verbieten. Ich bin diejenige, die euch zu großem Dank verpflichtet ist. Wärt ihr nicht so freundlich gewesen und hättet mich entführt, wäre ich wohl für immer das kleine und naive Mädchen geblieben, das ich früher war. Aber die Begegnung mit euch, unsere lange Reise in viele verschiedene Welten, die viele verschiedene Menschen, die wir trafen, das alles hat mich so vieles gelehrt. Unsere Reise war auch von Strapazen gekennzeichnet und ich verlor aus den Augen, was mir wirklich wichtig war. Aber ihr habt mir immer wieder gezeigt, was wirklich wichtig ist. Nichts kann mich meine Erinnerungen an diese Reise vergessen lassen. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Wirklich vielen, vielen Dank. Aber... Ich bitte dich von Herzen, komm wieder zurück, ja? Ja, und so bleibt Zidane hier. Und Lilly guckt traurig vom Luftschiff. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommen mag. Kuya, kannst du mich hören? Halt dir aus, ich werde gleich bei dir sein. Noch ist es für dich nicht zu spät. Verfolge das Schiff und lass mich in Frieden sterben. Erzähl das der Wand und rühr dich bloß nicht vom Fleck. Haha, ich glaube, ich werde dich nie begreifen können. Also gut, Zidane, dann wollen wir mal ans Eingemachte.
Ja, gut, Zidane hat's voll drauf, wie es aussieht. Das läuft jetzt übrigens auf dem Abzug. Das ist nicht mein guter Skill, ja, den man hier sieht. Oh, da ist er ja wirklich. Da ist Kuh, ja. Da war Kuh, ja. Habe ich es geschafft. Komisch. Im verwunschenen Wald habe ich doch die Rolle fein hinbekommen. Hey, weißt du noch unter uns? Zidane. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst fliehen? Weshalb bist du gekommen? Braucht es wirklich einen Grund, jemandem zu helfen? Deine Freunden ist die Flucht wohl gelungen. Ja. Ja, das war also, warst also doch du, oder? Na, gut. Jetzt wird's aber langsam Zeit, dass wir das Weite suchen. Ich habe versucht, euch mit in den Tod zu reißen. Ich habe doch gar kein Recht zu leben. Ich habe alles verloren. Ich bin eine überflüssige Existenz auf dieser Welt. Niemand ist hier überflüssig. Außerdem hast du uns auch geholfen zu fliehen. Nachdem mir bewusst wurde, dass ich nichts mehr zu verlieren hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, zum ersten Mal wirklich verstanden zu haben, was es bedeutet, zu leben. Aber es ist wohl ein wenig zu spät dafür. Kuya, Zeit zum Pennen hast du später. Oje. Oje. Kann sein, dass wir das vielleicht doch nicht ganz überleben. Ich bin mir nicht sicher. Kuya, was hast du getan? Das, was du getan hast, war falsch. Aber eine Sache haben wir von dir gelernt, die uns Hoffnung gibt. Nämlich, dass selbst wenn der Zweck, für den man erschaffen wurde, sich als fehlerhaft erweist, es einem trotzdem noch gelingen kann, hinauszuwachsen über diesen bloßen Zweck seiner Erschaffung und als etwas Neues zu leben. Wir wollen die Erinnerungen nicht verblassen lassen, aber ist dieser Wunsch etwa unnatürlich? Wir wollen glauben. Wir wollen glauben, dass wir auf dieser Welt das Geschenk des Lebens in Empfang nehmen durften. Daran ist nichts Falsches. Und so verging die Zeit. Das ist also Alexandria. Hey, was stehst du hier so im Weg rum? Oh, du bist ja Vivi. Vivi? Hör auf, diesen Namen so abfällig zu benutzen. Was redest du da bloß? Ich bin's, Puck. Hast du mich etwa vergessen? Puck? Der Puck? Der Prinz von Bormetia? Sag mal, willst du mich veräppeln? Wenn du nicht Vivi bist, wer dann? Ich bin... der Sohn von Vivi. Was? Oh, ach, das sind ja ganz viele. Das ist ja schön. Als ob ein Vivi nicht schon reichen würde. Das ist ja toll. Jeden Tag erzählte ich ihnen von Zidane.
wie wichtig er und seine Freundschaft für uns alle war und dass er uns lehrte, das Leben zu schätzen, zu leben. Es wird langsam Zeit, Freya. Ja, ich freue mich schon darauf, alle zu treffen. Noch eine kleine Verschnaufpause vor der Reise? Es wird dauern, bis hier wieder Leben einkehrt. Ja, aber ich bin bei dir, auch in 1000 Jahren. Ich auch. Bradley, ich bin so glücklich, dich wieder zu haben. Lass uns unsere Liebe von Neuem erleben. Es ist ein bisschen schwierig bei den Dialogen, weil man nicht weiß, wer sie sagen. Zu leben, das heißt nicht für immer zu leben oder unsterblich zu sein. Das ist es doch, was du uns gelehrt hast, oder? Sich gegenseitig zu helfen und beizustehen. Das ist der wahre Sinn des Lebens. Auch von diesem Raum muss ich Abschied nehmen. Wie von meinen Erinnerungen und der Infantinwache. Meine Aufgabe ist erfüllt. Lebe wohl, Alexandria. Oh. Doch ein Abschied ist nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, nicht wahr? Die Erinnerung und die Freundschaft währt ewig. Das ist es, was ich von dir gelernt habe. Sagt wahrscheinlich Lilly, oder? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, es sagt Lilly. Hallo. Sag mal, was willst du eigentlich in Alexandria? Kommst du etwa nicht mit? Wer redet denn von sowas? Warte! Wofür wurde ich eigentlich geboren? Und was wollte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Danke, dass du mich dazu gebracht hast, darüber nachzudenken. Leckere Zutaten allein sind es nicht. Die Zubereitung macht den Schmaus. Und für Freunde kocht man mit Herz. Nur zu tun, was man tun möchte, seinen eigenen Weg zu folgen, das ist in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Aber alle haben meiner Meinung nach wahre Größe bewiesen. Schnell, mach doch schneller, sonst geht das Theaterstück ohne uns los. Aha, wir kommen schon noch rechtzeitig an. Das Theaterschiff holen wir auch bei Gegenwind ein, mit meiner gerade vollendeten Neo-Hildegard. So ein Quatsch! Das Theaterschiff ist doch auch neu, Onkel. Vater. Eiko, wie hast du mich gerade genannt? Sie sieht uns also endlich als ihre Eltern an. Vater, Mutter, beeilt euch doch endlich. Sag das bitte nochmal. Oh, da freut sich, das ist ja schön. Das Einzige, was du mich nicht gelehrt hast, ist, was ich tun soll, wenn ich die Schwere der Einsamkeit spüre. Aber vielleicht muss ich die Antwort auf diese Frage ganz für mich alleine herausfinden. Warte, Beatrix. Wohin willst du? Bitte stell mir keine Fragen. Das hatte ich auch nicht vor. Aber... es ist nur, dass ich dich kein zweites Mal verlieren will. Steiner! Lass uns Seite an Seite der Königin dienen, Beatrix. Ich schätze mich glücklich, solche Freunde gehabt zu haben. Ich wünschte, unser Abenteuer würde weitergehen. Aber die Zeit des Abschieds, sie kommt immer irgendwann einmal. Nee, das sagt Zidane wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Habe ich schon mehrmals gesagt, dass ich keine Ahnung habe, ne? Nur noch wenige Minuten bis zur Landung. Alexandria, verdammt lang her. Auf das es eine feine Vorstellung wird und so. Ob die Vorstellung.
Auf die Vorstellung, Zephix. Ich danke euch. Euch allen. Lebt wohl. Meine Erinnerungen werden am Firmament weiterleben. Das Theaterschiff ist endlich eingetroffen. Ich freue mich so sehr, endlich wieder alle sehen zu können. Aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Die Tage von damals kommen nicht mehr wieder. Es hat keinen Sinn, noch mehr Tränen zu vergießen. Ich muss die Tränen in Lachen umwandeln. Hochgeschätztes versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen, entführt uns in bereits längst vergangene Tage, als Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird. Beschließt sie, das Schloss zu verlassen, doch ihr Vater König Lear bringt sie wieder zurück. Und so schmieden Markus und Cornelia den Plan, aus dem Königreich zu fliehen. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch wie immer einen Hinweis an alle Versammelten. Unser Stück wird sie berühren, bitte halten Sie also alle Ihre Taschentücher bereit. Markus! Ich hab dich so vermisst. Ohne dich ist mein Leben sinnlos. Prinzessin, aber ich bin nur ein einfacher Mann von niedrigem Geblüt. Bitte nennen mich von nun an nie wieder Prinzessin. Oh Markus, kannst du denn jemanden wie mich, eine Prinzessin, wirklich lieben? Bitte sag, dass du es kannst, Markus. Ist es die Prinzessin, die du willst, so kann ich dir nur eine Fassade, eine Puppe anbieten. Aber lacht eine Puppe und weint eine Puppe? Ich habe gelacht, ich habe auch geweint, doch mehr verlange ich vom Leben nicht. Ich möchte keine Fassade vor mir herumtragen müssen, ich möchte keine Puppe sein. Endlich habe ich Gewissheit über deine Gefühle, deine Wünsche. Bist du denn bereit, die Robe deines blauen Blutes abzulegen und dich in meinen Umhang der Liebe zu hüllen? Lass mich die Taube sein, die in deinem Käfig Ruhe und Frieden findet. Lass uns gleich das erste Schiff morgen früh nehmen. Ja, wo es auch immer hinfahren mag. Hauptsache, wir sind vereint. Ja, ob Regen oder Sturm, wir halten zusammen. Warum darf auf dieser Welt eine Liebe wie die unsere nicht blühen? Warum soll es einem verwehrt sein, sein Lebensglück zu finden? Wenn es wirklich so kommt, dann bedeutet das erneut Krieg. Tut mir leid, meine Teufel, aber ich kann euer Glück nicht zulassen. Tag auch. Bist du Cornelia? Ja, die bin ich. Kennst du einen Kerl namens Markus? Was ist mit Markus? Ach, eigentlich nichts. Ja. Die vereinbarte Stunde ist schon längst vorüber. Aber von Cornelia fehlt jede Spur. Jedenfalls sollten wir bald aufbrechen. Aber steigst nur du auf dieses Schiff, bringt das unsere beiden Länder vielleicht wirklich den Frieden, so wie Blank es sagt. Was wirst du tun, Markus? Sie sagte, ihr Leben hätte ohne mich keinen Sinn. Die Sonne ist aufgegangen, aber auf uns hat sie ihre Strahlen nicht herabgesenkt. Ist es uns denn verwehrt, wie Tauben die Flügel auszubreiten und unbekümmert fortzufliegen? Ich kann wirklich nicht länger warten. Hisst die Segel! Wurde ich hintergangen? Nein, Cornelia würde niemals. Ich vertraue dir. Denn unsere Liebe währt für immer. Und so habe ich nicht den Segen der Sonne, so wende ich mich an die zwei Monde.
Monde, vernehmt und erhört mein Flehen. Lasst mich bei ihr sein. Was? Bei meiner geliebten Lilly. Oh, er lebt. Das ist schön. Und Lilly läuft natürlich so schnell sie kann zu Sidan. Vorbei an den Menschen. Oh nein, und sie verliert ihren Anhänger. Das ist nicht gut. Ja, dann nahm die Geschichte ja wohl doch noch ein Happy End. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt fix erwartet, dass Sidan für immer tot ist. Wie konntest du überleben? Weil du in meinem Herzen warst. Du gabst mir die Kraft. Die Kraft, wieder heimzufinden. Und es war dein Lied, das mich zu dir zurückfinden ließ. Ja gut, das war dann jetzt also Final Fantasy IX. Was für ein wunderschönes, tolles Spiel. Ja, ich habe es, glaube ich, eh schon mehrmals während dem Let's Play erwähnt. Ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass ich Final Fantasy IX jetzt nachgeholt habe. Ja, es war ja jetzt wirklich ein Blind-Let's Play von mir. Ihr habt es wahrscheinlich auch stellenweise gemerkt. Und ja, ich muss sagen, es hat wirklich eigentlich fast durchgehend Spaß gemacht. Es hatte ein paar Hänger zwischendrin, wo ich dachte, boah, echt jetzt. Aber grundsätzlich, es hat wirklich echt Spaß gemacht und richtig cool. Eine Oldschool-Story, das war ja damals die Intention. Die haben ja gesagt, Final Fantasy IX war ja quasi das Geschenk an alle, die klassischen Final Fantasies liebten, die ein bisschen enttäuscht von Final Fantasy 7 und 8 waren, weil diese modern waren. Da haben sie Final Fantasy IX hier nochmal in einem wunderschönen Fantasy-Setting gebracht. Ja, und ich muss sagen, ich finde, das ist auch echt gut gelungen. Ich finde auch, das ganze Kampfsystem und alles hat richtig Spaß gemacht. Und vor allem, ja, die Geschichte war halt jetzt so eine Standardgeschichte. Ja, so eine Final Fantasy-Standardgeschichte. Der Böse will die Welt zerstören und wir müssen dagegen ankämpfen und Fantasy-Welt und hahaha und lauter böse Sachen. Also das war jetzt nicht so besonders. Wobei die ganzen Charakter halt schon, das war auch schön, dass jeder so seine Story hat. Es hat gut gepasst, ja. Und das Remake, muss ich sagen, also ich weiß nicht, ich habe ja ein paar Stimmen gelesen, die gesagt haben, das Remake ist echt nicht gut geworden. Ich finde das überhaupt nicht. Also ich finde, das Remake wertet das Spiel nochmal so richtig auf und ist meiner Meinung nach halt wirklich richtig, echt besser zu spielen als damals auf der PlayStation. Weil ich muss ja sagen, ich hatte ja das Original auf der PlayStation mal ausgeliehen.
Und ich konnte das echt nicht lange spielen, aus dem Grund, weil da einfach die Ladezeiten so immens lange waren. Da hattest du echt bei jedem Kampf, glaube ich, teilweise 20 bis 30 Sekunden Ladezeit, bis der Kampf kam, ja? Und das ist halt einfach echt, das ist wirklich, ich meine, das sah zwar für damalige Verhältnisse wahnsinnig gut aus, beziehungsweise war auch am Ende der Lebenszeit der PlayStation 1 und das sah echt gut aus, aber trotzdem, das war alles viel zu langsam, viel zu träge und die Ladezeiten so ewig lange, Und dann eben auf der Weltkarte, ihr müsst euch das so vorstellen, ja, ihr lauft auf der Weltkarte rum, lauft 10 Schritte, dann habt ihr 30 Sekunden Ladezeit für den Kampf, dann kämpft ihr den Kampf 20 Sekunden, ja, dann habt ihr 10 Sekunden für die Belohnungen und dann lauft ihr wieder 10 Sekunden auf der Weltkarte und habt wieder die 30 Sekunden Ladezeit, also das war wirklich damals echt ein Krampf und ich glaube deshalb haben die auch weniger Kämpfe in den Höhlen und so weiter gehabt und mehr auf Story geschaut. Ja. Und das haben sie beim Remake verbessert. Ich meine, die Ladezeiten sind trotzdem noch da, klarerweise, aber es geht wesentlich schneller und angenehmer, finde ich, als auf der Original PlayStation. Und das war damals mein größtes Manko, weil deshalb habe ich es auch damals nicht durchgespielt. Ja? Weil das war mir einfach zu lang. Weil ich gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht spielen. Ja. Also bitte jeder, der Final Fantasy 9 nicht gespielt hat, oder auch für Fans, die es kennen, kauft euch dieses Remake. Es kostet jetzt nicht die Welt und ich finde wirklich, dass das einiges verbessert, was ihm damals eher ein bisschen ein Problem war. Man muss diese neuen Features wie Booster und so weiter, das muss man ja nicht verwenden. Das ist ja nicht notwendig. Aber so rein vom Handling her, die Menüs funktionieren wunderbar, es sind alle Sachen wirklich, sie haben versucht, die ganzen Dinge höher aufgelöst zu machen. Das ist natürlich bei vorgerenderten Szenen echt schwierig, weil die sind nur in der Auflösung verfügbar, oder auch bei den Filmsequenzen, ja. Aber ich finde, die haben das richtig, richtig gut hinbekommen, dass das echt gut aussieht, trotzdem. Und vor allem auch die ganzen Modelle. Ich finde, die ganzen Character-Modelle, die sehen so gut aus in dieser Version. Richtig, richtig schön. Also dieser Filter, glaube ich, war in der Originalversion auch drüber, der so ein bisschen die Texturen so ein bisschen antik aussehen lässt, sage ich mal. Aber hier, ich finde einfach, das sieht einfach echt gut aus. Und dadurch, dass das Spiel ja wirklich für jede Plattform verfügbar ist, also sei es PC, Android, iOS, vielleicht gibt es sogar mittlerweile für die Nintendo Switch, könnte ich mir gut vorstellen, weil läuft ja, glaube ich, auf Unity oder so. Oder auf irgendeiner anderen Engine, keine Ahnung. Ja, das macht's halt dann wirklich gut, das kann man sich echt holen und echt spielen. Richtig tolles Spiel. Und ich werde es, glaube ich, privat zu 100% mal machen. Ich habe beim Let's Play jetzt drauf verzichtet, weil ich mir einfach dachte, das muss jetzt nicht sein, weil das würde das Ganze noch so arg in die Länge ziehen. Deshalb habe ich da drauf verzichtet. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, ja. Aber alles mache ich auch nicht 100%, weil ich habe die anderen, die alten Final Fantasy auch nur fast 100% gemacht, ja, aber nicht komplett. Und ja, ich glaube, das werde ich aber privat nachholen. Boah, und jetzt hört euch diese Musik an. Die wunderschöne Final Fantasy Melodie. Hier so wirklich als krönender Abschluss. Der, sag ich mal, traditionelleren Final Fantasies mit einer Fantasy Story, weil alle neueren waren ja dann doch eher in einer moderneren Welt angesiedelt. Ja. Ach, schön. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, jetzt bei dem Endvideo, wo auf einmal Zidane wieder da stand, da kam mir doch glatt ein kleines Tränchen. Ja, ist passiert. Ach, so schön, wenn Medien solche Emotionen hervorrufen können. Ja, da hat die letzte Folge fast Spielfilmlänge, oder nicht mehr fast, sondern hat Spielfilmlänge. Gern geschehen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, schauen mal, was da noch kommt. Aber ich denke, das soll es gewesen sein. Und ja, vielleicht seid ihr auch bei einem anderen Projekt in Zukunft mal wieder dabei. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zu einem anderen Projekt. Tschüss, Leute.